Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Guten Abend, liebe Leute. Und auch herzlich willkommen allen neuen Followern hier auf diesem Kanal. Ja, ich habe gesehen, das letzte Video von dem Corona-Ausschuss von Viviane Fischer und Dr. Rainer Füllmich ist fürchterlich durch die Decke gegangen. Toll, dass ihr diese Inhalte ja so mögt und auch so zahlreich anklickt. Und vor allen Dingen auch eure Kommentare sind hochinteressant. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen jedem neuen Abonnenten und Follower auf diesem Kanal. Der Kanal Streampunks Neue Welt. Wir kümmern uns kritisch, manchmal auch satirisch, um die ja, Unwägbarkeiten unserer Gesellschaft, unseres Zusammenlebens. Ja, und auch so ein bisschen, was wir vor allen Dingen in der Zukunft auch besser machen können. Und wo die Fehler aus der Vergangenheit auch herrühren. So ein bisschen in die Richtung. Und ich mache es mal so, beziehungsweise ich bin mal darauf gestoßen, dass ich morgens hier saß und also so das Nachrichtenportal NTV überflogen habe, was ich seinerzeit immer jeden Morgen gemacht habe und dann so gedacht habe, Junge, die schreiben hier auch wirklich wie bei der Sendung mit der Maus manchmal, ja. Das ist so ein Mickey Maus, so eine Mickey Maus-Sprache, die hier in den Mainstream-Medien zum Teil stattfindet. Das ist wirklich für ganz, ganz einfache Leute gedacht. Und das ist im Grunde auch schon ja der Weg und der Hinweis darauf, dass unsere Regierung im Grunde von vornherein wusste, dass sie nicht alle kriegen wird, ob es jetzt hier die Gesundheitskrise ist oder ob es diese ganze Ukraine-Geschichte jetzt ist. Das, was ihr uns berichtet, glauben wir noch lange nicht. Ja, und dann sitze ich also jeden Tag hier über den Nachrichten und ich denke mir manchmal, das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist nur in unserer westlichen Welt los? Haben wir denn Moral und Ethik komplett verkauft? Und ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich ja. Ich weiß auch nicht, wie wir das ganze Ding noch lösen können. So schnell wird es auf alle Fälle nicht gehen. Das, was wir von der russischen Seite immer hören die ganze Zeit, ist, dass der Westen und auch die Hegemonie der USA in die Knie gezwungen werden, indem die großen Investoren in Mark und Bein getroffen werden. Das kann zum Beispiel durch einen Handelskrieg oder Sanktionen, die dann auf den Westen zurückschlagen und passieren. Ja, und das ist im Grunde das, was wir gerade erleben. Ja, und da beginnen wir auch mal mit den ersten Artikeln, die ich gefunden habe, wo man wirklich auch nur mit dem Kopf schütteln kann. Unsere Politik reist ja hier wie irre gerade zur Zeit in die Ukraine. Drei Parlamentarier reisen in die Ukraine. Und zwar ist das hier die junge Dame, FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hier während einer Reise nach Mali. Ich gehe hier gar nicht großartig in den Text rein. Ukraine-Reise aus Sicherheitsgründen bis zuletzt geheim. Ich sag euch was, ich finde es grundsätzlich viel zu gefährlich, dass unsere Bundestagsabgeordneten dorthin reisen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Doch, ich weiß, was das soll. Das haben wir ja im Ahrtal erlebt, in der Ahrtal-Krise. Medienwirksames Auftreten für die Wähler. Ja, aber nicht für uns. Bei uns wirkt das nicht. Wir sind ja mindestens 30%, wenn nicht über 50%. Bei uns wirkt das nicht. Sie fahren hier einfach ihren alten Film weiter. Während allerdings Frank Walter darf nicht mit. Steinmeiers Besuch ist von Kiew nicht erwünscht. Das erlaubt sich der ukrainische Präsident. Ich finde, der teilt hier ganz schön aus. Der ukrainische Präsident, der ist hier in jeder Regierungssitzung schon live per Schalte dabei gewesen. Alles, was man hier liest auf NTV und in den Mainstream-Medien ist, mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen. Wir wollen NATO-Mitglied werden, wir wollen EU-Mitglied werden. Jungs, kaut rein, wir sind enttäuscht. Und mittlerweile will er dann noch nicht mal unseren Bundespräsidenten Steinmeier begrüßen in der Ukraine. Aber hey, meinetwegen, die anderen Kollegen vertreten ihn sicherlich ganz gut. Die Ampel fährt runter. Genau, das ist hier die Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Michael Roth von der SPD und Anton Hofreiter von den Grünen. Den kennen wir ja. Währenddessen wirbt also Annalena Baerbock für schwere Waffen. Und hier muss ich sagen, hier steht es auch, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Um welche Waffen es sich genau handeln wird, ist noch unklar. Einen Tag vorher hat sich der, soweit ich das in Erinnerung habe, die britische Verteidigungsministerin oder der britische Außenminister, einer von beiden, ihr könnt das natürlich gerne googeln, auch geäußert.
dass diesbezüglich, wenn in der Ukraine Chemiewaffen eingesetzt würden, dann wäre das ganz klar ein Grund für die NATO, in der Ukraine einzugreifen. Daraufhin hat der russische Außenminister Lavrov gesagt, hiermit wäre mal wieder eine rote Grenze überschritten. Also damit, dass die NATO sozusagen sagt, wenn hier ein Chemiewaffenangriff stattfindet, dann greifen wir ein. Der Lavrov sagt ganz klar, hiermit ist eine Provokation angedeutet worden, auf die wir auch reagieren müssen. Was das nun bedeutet, das kann man nicht genau sagen. Das kann man nur vermuten. Allerdings ist das natürlich, ja, dieses diplomatische Geplänkel, ja. Auf diplomatischer Ebene reichen da eben schon aggressive Worte und der Russe nimmt das sehr ernst und sagt, nein, so geht es nicht, ihr könnt euch hier nicht äußern, wie ihr wollt, wir werden da durchgreifen. Ja, und parallel, wie gesagt, dafür, Annalena Baerbock wirbt für schwere Waffen in der Ukraine. Was sind schwere Waffen? Art der Waffen wäre noch unklar. Welche schweren Waffen aus Deutschland an die Ukraine geliefert werden können, sagte die Grünen-Politikerin nicht. Okay, dann weiß ich nicht, was das soll, ja. Es gibt einen hochinteressanten Artikel, den ich jetzt hier nicht so schnell gefunden habe. Da dreht sich's darum, dass die neuesten Waffen gar nicht in die Ukraine geliefert werden können, weil dort die Kräfte, das Militär gar nicht dafür ausgebildet ist. Also ich möchte mal ganz kurz euch, das mache ich immer ganz gerne, ein Bild vor das innere Auge inspirieren. Stellt euch einen Boxring vor, stellt euch zwei Boxer vor. Ein Typ, 2 Meter groß, 2 Meter breit. Ein anderer Kämpfer, klein und schmächtig. Und der Große, der haut also auf den Kleinen. Und er haut den fast zu Klump. Der Kleine liegt schon am Boden, er kann nicht mehr. Jetzt kommt also der Trainer, also beziehungsweise es kommt dann ein Schiedsrichter und sagt, auseinander, jeder in seine Ecke. Und wenn du Annalena Baerbock als Trainer hast, dann kommt die also zu dir als Boxer und sagt, komm, du musst ihn treffen, komm, noch ein. Nimm größere Handschuhe, pack dir was in die Handschuhe. Keine Ahnung, nimm so ein, wie heißen die noch, die Schlagringe, nimm so einen Schlagring und den Boxhandschuh da über. Und dann versuch den irgendwie zu treffen. Dann geht das weiter, die Runde und so weiter und so weiter. Und der große Boxer macht den Kleinen halt wirklich fast platt und matsch. Und dieser Boxkampf, der dauert und dauert und dauert, weil die Trainerin Baerbock immer zu dem kleinen Boxer sagt, Junge, nimm noch dies, nimm noch das, zieh sichere Schuhe an, zieh schnellere Schuhe an, zieh höhere Schuhe an, mach dies, nimm größere Handschuhe, pack dir noch ein Messer ein. Ja, versteht ihr, was ich damit sagen will? Jedes Kind, ich meine, ich bin kein Außendiplomat, ich bin kein Verteidigungsspezialist, ich bin kein Militärspezialist, gar nichts. Aber dass hier in der Presse steht, dass Annalena Baerbock hier für schwerere oder für schwere Waffen dafür wirbt, dass wir die Ukraine mit schweren Waffen beliefern. Also Leute, ganz im Ernst, da fällt uns doch nichts mehr zu ein, oder? Ich meine, wollen wir den Dritten Weltkrieg? Und da habe ich natürlich hier auch wieder was Tolles gefunden. Wollen wir den Dritten Weltkrieg? Ja, hier, Olaf Scholz. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als wenn die Medien uns und auch die Politik in die Enge drängen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der auch schon so ein bisschen so gejagt wirkt, wie wir auch schon seit 24 oder mittlerweile 25 Monaten. Seit 25 Monaten dreht man uns, das deutsche Volk, durch den Fleischwolf. Für alles müssen wir aufkommen. Alles müssen wir regeln. Und unsere Politik kriegt leider nichts geregelt. Ja? Und auch hier nochmal ganz deutlich, auch an die ganzen Staatsschützer. Keiner hier auf meinem Kanal, kein anständiger Freidenker, will das ein anderes System. Es sind die Menschen einfach, die ganzen Lobbyisten, die hier in der Regierung sitzen. Natürlich will ich auch in Zukunft meinen Kanzler und auch meinen Außenminister, wie er bisher immer da gewesen ist. Aber doch nicht so. Liebe Leute, doch nicht so. Ja, und dann kommt der Scholz hier, das, was hier steht, ich kann das jetzt schwer nachvollziehen, weil das auch nur Geplänkel ist, ja. Schwere Waffen für die Ukraine spalten die Koalition. Das heißt also, Olaf Scholz sagt also hier in dem Artikel, nö, da sind wir noch nicht so weit mit schweren Waffen für die Ukraine, während also Annalena hier gewaltig Werbung macht. Und guck mal hier, ihr verkniffener Blick. Man kann in ihrem ganzen Gehabe schon in den letzten Monaten erkennen, dass sie sich ganz wohl fühlt.
auf ihrem Posten mit der ganzen Macht, die sie hat. Denn so freundlich, wie sie aufgetreten ist, ja, in der, wie heißt es, in der Vorwahl, im Wahlkampf für die Bundestagswahl, ja, gelächelt und freundlich und nett, und sie hat Interviews geführt, auch mit Kindern, und hast du nicht gesehen, jetzt hier ein eiskalter Brocken, die Frau. Und NTV zum Beispiel schreibt, ja toll, die Deutschen finden Annalena toll. Ja, wir finden Unterdrückung und herzkalte Menschen und auch menschenverachtende Politik finden wir toll, wir Deutschen. Wir kriechen Unterdrückern bis zum Rachen hinten rein. Na gut, vielleicht haben wir hier ein bisschen Hoffnung, dass Olaf so ein bisschen klar denkt, ein bisschen frei denkt und sich denkt, oh, ich habe ja neulich mit Wladimir telefoniert. Und wenn das alles stimmt, was Wladimir dort angekündigt hat, dann ziehen wir mal lieber langsam ja, unsere Finger daraus. So möchte ich das mal so ein bisschen interpretieren. Und auch hochinteressant natürlich, jetzt kommt der erste Waffenexperte, ein Ex-General, Erich Fahrt. Dieser Mann ist der Ex-Merkel-Berater und der warnt hier. Vor schweren Waffen wäre nämlich der Weg in den Dritten Weltkrieg. Ach, guck mal, da bin ich nur so ein kleiner dummer YouTube-Creator und hab hier die gleiche Auffassung wie der Ex-Merkel-Berater, Ex-General Erich. Jawohl, Fahrt. Das finde ich gut, dass man hier auch wie im ZDF, hier in den Mainstream-Medien tatsächlich auch dazu entsprechende kritische Worte findet. Das finde ich absolut super. Das ist der junge Mann. Hier könnt ihr noch mal ein kleines Foto sehen. Ich, wie gesagt, hier ist auch nochmal, ich vermeide die Verlinkung dieser Artikel unter meinem Video. Ich habe oft schon Kommentare von euch gelesen, ja, das ist nicht professionell, du verlinkst ja deine Quellen nicht. Wisst ihr, was ich mache? Ich gebe Suchworte ein auf Google oder durchforste zwei, dreimal am Tag Google News und auch hier Microsoft News. Da gucke ich einmal drüber. Natürlich schaue ich mir auch über den Tor-Browser zurzeit zensierte Medienkanäle an oder auch auf Odyssee. Da findet ihr zum Beispiel die zensierten Medienkanäle auch, sämtliche Videos und das, was aktuell in der Ukraine passiert. Ja, Leute, da kann ich euch aus Zensurgründen auch im Grunde gar nichts zu sagen. Ja, ich kann euch nur so viel sagen, dass ukrainische Soldaten anfangen jetzt Aussagen zu treffen. Die sind also von den Russen gefangen genommen. Die fangen jetzt an, Aussagen zu machen. Genauso wie die Geflüchteten aus Mariupol. Die werden jetzt erstmal versorgt von den Russen und ja, haben auch schon angefangen, jetzt auszusagen. Mit den Inhalten der Aussagen möchte ich mich auch hier zurückhalten, weil ich nicht genau weiß, ob nicht die Zensurgestapo hier bald einreitet. Insofern würde ich mich da gerne ein bisschen zurückhalten. Und es ist tatsächlich so, liebe Leute, ihr werdet auch von mir nicht Vollkasko versorgt mit Informationen. Ich erwarte von allen Zuschauern, dass sie auch die Möglichkeit haben, mal etwas zu googeln. Abschließend dazu noch mal ganz kurz das Thema Handys oder PC. Auf einem Handy lassen sich Nachrichten nicht so effektiv und schnell recherchieren wie auf einem Laptop oder sogar auf einem PC. Ich habe ja hier einen PC stehen mit zwei günstigen Monitoren, kann hervorragend arbeiten und habe immer in kürzester Zeit sämtliche Informationen zur Verfügung. Das nur mal so als Tipp für euch. Also hochinteressant, was dieser General hier sagt, dass er also sagt, ja, der Dritte Weltkrieg wird mit den schweren Waffen erzeugt. Ja, aber was soll das? Ich meine, jetzt frage ich mich, wollen unsere Politiker den Dritten Weltkrieg? Auf RT.de habe ich gelesen, dass das von Amerika so gewollt ist. Wir Europäer oder beziehungsweise die europäischen Politiker, die sind so ein bisschen Kanonenfutter für die Amis. Während also Präsident Biden weiterhin Gas und Öl, zumindest Öl, kauft in rauen Mengen, weil das amerikanische Volk ja nun nicht ohne Benzin auskommt. Und der Präsident wahrscheinlich wird noch mal ein Sturm aufs Kapitol erfolgen, wenn da der Amerikaner seinen Sprit nicht kriegt. Wir wissen, das Land ist sehr weitläufig, die Menschen brauchen dort ihr Auto. Ja, wenn in Deutschland jeder ein Fahrrad hat, um über irgendwo hinzukommen, dann ist es in Amerika mindestens das Auto. Ja, und der Präsident wird da schwere Probleme haben und kauft also weiterhin lustig und locker Öl aus Russland. Aber gut, ja, wohin wird das führen? Ja, ich kann euch sagen.
Die Blaupause dafür war die Gesundheitskrise der letzten 25 Monate. Wenn ich nämlich diesen Artikel hier sehe, bei einer Gasversorgungskrise, das hier ist NTV, ich nehme mal ganz kurz oben links mein Logo weg, ntv.de. Hier wird natürlich auch schon wieder Panik gemacht. Das ist das, was sie seit 25 Monaten können. Die Netzagentur prüft Einschränkungen für Singles. Aha, okay. Oh, Verzeihung, 12.04.2022, also der Artikel ist von heute. Verzeihung für das Aufstoßen. Ich schluck immer so viel Luft beim Reden. Die Leute, die mir hier regelmäßig folgen, die kennen das schon. Ja, im Krieg. Und der Artikel, das ist also heftig, wie das anfängt hier. Achtet mal genau darauf, wie hier der Bogen, das Framing gespannt wird. Im Krieg gegen die Ukraine kommen immer mehr Gräueltaten der Russen ans Licht. Ob das wirklich so ist, das ist noch gar nicht bewiesen. Wir übernehmen hier, unsere Medien übernehmen das Narrativ. Die Beweise liegen in Russland vor. Ja, da hat ja noch keiner hier richtig ermittelt. Forderungen nach härteren Sanktionen wie einem Gasembargo werden lauter. Okay, wo denn? Wer macht sowas denn? Okay, wer fordert das? Im Falle einer Notlage will Bundesnetzagentur-Chef Müller radikal durchgreifen, zuerst bei Saunen und dann bei Singlewohnungen. Also muss man sich vorstellen, Saunen sind ja nun sowas von nicht besucht worden in den letzten 25 Monaten. Ja, er geht wahrscheinlich davon aus, dass das hier alles wieder öffnet und die Leute dann lustig in der Sauna sitzen. Verstehe ich nicht. Singlewohnungen verstehe ich auch absolut nicht. Und hier sind wir hier schon wieder bei dem Narrativ, die sind schuld. Jetzt gucken wir mal. Genau. Durch den Ausfall russischer Erdgaslieferungen auch Einschränkungen für bestimmte Privathaushalte. Der Betrieb von Saunen oder die uneingeschränkte Versorgung großer Singlewohnungen seien in einer Notlage auf gar keinen Fall mehr zu rechtfertigen, sagte er der Zeit. Im Fall einer Krise müsste der Verbrauch einzelner Privatpersonen beschränkt werden. Also gut, ich will dem mal so ein bisschen folgen. Dass ich natürlich hier keine Privatsauna betreibe, weil ich hier so ein Wohnzimmer-Whirlpool habe oder so etwas, das ist natürlich klar, das kann man sicherlich verstehen. Wenn hier einer jetzt so wie Montana Black zum Beispiel so ein riesiges Aquarium hat, keine Ahnung, wo das Aquarium 30, 40.000 Euro kostet, das kann ich auch verstehen, wenn da gesagt wird, nee, das wollen wir nicht, das ist nicht in Ordnung, da verbrauchst du zu viel. Das kann ich noch nachvollziehen, aber warum geht man jetzt hier an Single-Wohnungen ran? Das muss ich ehrlich sagen, das verstehe ich nicht so ganz. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz zu dem Artikel zurück. Falls, das ist auch heftig, falls weitere Gräueltaten wie in Butscha ans Licht kommen, wird es Debatten über weitere Sanktionspakete geben, betonte Müller. Im Fall einer Eskalation der Lage könnte die sogenannte Alarmstufe des deutschen Notfallplans Gas ausgerufen werden. Den deutschen Notfallplan Gas hatten wir schon mal, hat auch, ja. Der nach EU-Vorgaben erstellte mehrstufige Notfallplan regelt das Vorgehen bei akuten Versorgungskrisen. Müller sprach sich in der Zeit für eine Diskussion über einen uneingeschränkten Schutz des privaten Verbrauchs aus. Diese Feststellung stamme aus einer Zeit, in der niemand die Fantasie gehabt habe, sich eine Lage wie nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine auszumalen. Ja, stimmt. Wir konnten uns allerdings auch den Angriff der Politik auf seine Bevölkerung in der Gesundheitskrise so nicht vorstellen. Müller forderte die Bevölkerung zugleich zum Gassparen auf. Nicht nur die Unternehmen, auch die Bevölkerung betrachtet die jetzige Situation nicht mit der angemessenen Ernsthaftigkeit. Nee, ich weiß doch wieso, weil wir fertig mit der Welt sind. Ja, man hat uns 25 Monate durch den Fleischwolf gedreht. Und wir sind zu Hause geblieben. Wir haben 2 Jahre Ostern alleine gefeiert. Unsere ganz Alten waren 2 Jahre lang ohne körperlichen Kontakt, ohne persönliches Umarmen, ohne persönliches Küssen, einfach alleine in den Seniorenheimen. Wir haben zweimal hintereinander Weihnachten verbracht, unter Lockdown-Bedingungen. Ja, es wurde hier 25 Monate lang jeden Tag von unserer Politik, jeden Tag in der Presse Panik verbreitet.
Es wurden auch hier auf den Medienkanälen, auf den Newskanälen, wurde Panik verbreitet. Wir sind einfach durch. Und jetzt kommt hier einer und sagt, auch das muss jetzt wieder die deutsche Bevölkerung wuppen. Okay, grundsätzlich kann ich dem zustimmen, weil 83 Millionen, wenn wir plötzlich 83 Millionen Euro brauchen, um irgendeine Krise zu bewältigen, dann brauchen wir nur 1 Euro von jedem einzelnen Bürger. Jedem Einzelnen tut es nicht doll weh und insgesamt bewegen wir eine ganze Menge. Grundsätzlich kann ich diesen Solidaritätsgedanken natürlich verstehen, ja, aber nicht, wenn zeitgleich unsere CDU-Politiker und SPD-Politiker und FDP-Politiker mit Maskendeals die Taschen füllen, wenn zeitgleich herauskommt, dass wir nie eine Unterversorgung der Krankenhäuser, eine Überbelastung der Intensivstationen hatten, wenn herauskommt, dass es einen Intensivbettenskandal gibt und wenn herauskommt, dass 80 Millionen Impfdosen jetzt aufgrund von Verfallsdatum in den Müll geschmissen werden, die haben wir bezahlt mit unseren Beiträgen, ja, mit unserem Geld. Und dieser Typ kommt hier und hat wirklich die Brust zu sagen, nicht nur Unternehmen, auch die Bevölkerung betrachtet die jetzige Situation nicht mit der angemessenen Ernsthaftigkeit, sagte er der Wochenzeitung. Bürgerinnen und Bürger verfolgten die furchtbaren Ereignisse in der Ukraine, spendeten und zeigten Solidarität, aber im privaten Gasverbrauch sehe ich das nicht abgebildet. Ich meine, spinnt der? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das Framing, Gräueltaten der Russen. Falls weitere Gräueltaten ans Licht kommen, wir verfolgten die furchtbaren Ereignisse in der Ukraine. Und hier sage ich noch einmal, die Schuldigen dieser furchtbaren Ereignisse und dieser wahnsinnigen Gräueltaten, die sind noch gar nicht ermittelt. Wollen wir nicht versuchen, ein bisschen leiser zu treten? Nicht, dass uns Wladimir auch noch den Allerwertesten aufreißt, weil wir die ganze Zeit mit dem Ami hier zusammen und mit den Medien hier zusammen in ein Horn blasen? Ich finde das total gefährlich, was hier passiert. Und was ich natürlich auch ungerecht finde, ist ganz einfach, dass hier schon wieder gesagt wird, wir, und wie sagt er das hier so schön, uns, also der deutschen Bevölkerung, fehle die angemessene Ernsthaftigkeit. Und er sehe also, dass hier alles nicht im privaten Gasverbrauch, sehe er diese Solidarität mit der Ukraine nicht abgebildet. Das ist ein Vorwurf, ja. Wir spenden und wir sind solidarisch, aber im Gasverbrauch sind wir immer noch die Allerletzten. Und hier muss ich ganz deutlich sagen, wir deutschen Bürger haben diese Krise nicht verursacht. Ich werde jetzt die Artikel, die ich gerade gezeigt habe in dem Video eingangs, nicht nochmal zeigen. Den Artikel zeige ich hier gerne noch einmal. Schwere Waffen, Weg in den Dritten Weltkrieg. Unsere Politiker schreien hier im Auftrag der USA den Dritten Weltkrieg von den Bäumen. Aber nur, wenn wieder wir als Bevölkerung dazu bereit sind. Wisst ihr, wie sich das anhört? Wollt ihr den totalen Krieg? So hört sich das an. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin wirklich geschockt und ich frage mich tatsächlich, wie kommen wir aus diesem ganzen Ding eigentlich wieder raus? Ich meine, kreiert unsere Regierung hier eine Parallelgesellschaft, einen Parallelstaatsapparat, wo gesagt wird, hier nur noch die Folgsamen und die Unfolgsamen gehören nicht mehr zu unserer Gesellschaft, ist kein Problem. Wir kritischen Bürger, wir sind genug, ja? Wenn wir sagen, was haben wir gesagt, eine Impfquote von 75%. Das können wir mal eben durchrechnen. Das heißt, 25% der Deutschen sind nicht behandelt. Die aber jetzt auch zur dritten und vierten nicht gehen, weil sie vorher schon Angst bekommen haben vor dem ganzen Film. Die waren ja vorher in den 75% drin. Das bedeutet, die 75% werden immer weniger, weil, nach wann läuft die Impfung aus? Nach 9 Monaten? Ja, wie war es? Nach 9 Monaten? Ja, also ich möchte wetten, wenn wir bei 25% unbehandelte Bürger sind, dann sind wir schon bei, was weiß ich, bei 20 Millionen. Lass das 30 Millionen Bürger sein. Ja, und natürlich gehören da auch ganz Kleine dazu und natürlich auch ganz Alte gehören natürlich auch dazu, aber die sind ja so ein bisschen raus. Das heißt,
Wir sind locker 25, 30 Millionen Menschen, wahrscheinlich sogar noch mehr, die einfach den Kanal voll haben. Ja? So, und dann kommen wir hier noch zum nächsten Thema. Im Grunde gehört das aber alles zusammen. Ja? Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Erschütternder Bericht vor dem griechischen Parlament. Selenskyj bittet um Hilfe für Mariupol. Das ist hier am 9.4. gewesen. Da hat der ukrainische Präsident Selenskyj vor dem griechischen Parlament gesprochen. Das kann man hier auf dem Foto sehen, wie natürlich auch sonst über die Zoom-Konferenzen. Und das hier ist vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, absolut konservatives Nachrichtenportal. Und hier wird einfach nur darüber geschrieben, mit eindringlichen Worten, hat der Präsident von den Zuständen in Mariupol berichtet und ja, jetzt wieder Zweiter Weltkrieg und die europäische Geschichte hat das nicht mehr erlebt. Und dann steht in diesem Artikel also, rund 100.000 Menschen sind immer noch in der Stadt, wobei natürlich die Russen haben da auch andere Angaben, dann wieder das Zweite Weltkrieg, bla bla bla. Dann kommt hier, Berichte ukrainischer Kämpfer. Müsst ihr euch mal ganz kurz merken. So. Während Selenskyjs Videoansprache wurden auch zwei ukrainische Kämpfer griechischer Herkunft aus Mariupol zugeschaltet. Sie berichteten, dass Menschen nicht aus Trümmern gerettet und Tote nicht beerdigt würden, weil es niemanden mehr gäbe, der das noch tun könne. Okay. Dann habe ich diesen Bericht, ne, also Selenskyjs Bericht vor griechischem Parlament einmal gesucht. Auf Bing.com, das ist die Suchmaschine von Microsoft. Da habe ich hier einen, ich habe bei Google geguckt. Bei Google zuerst, Selenskyj spricht im griechischen Parlament. Hier von der Taz, ein Artikel, Griechenland und der Ukraine-Krieg, Eklat im Parlament. Okay, im Eklat im Parlament, da schauen wir da mal rein. Und dann hier, Selenskyj fordert Hilfe. Ukrainischer Neonazi spricht im griechischen Parlament. Oh, was ist das? Hier von redglobe.de. Kennt keiner alternative Medien. Selenskyj beleidigt griechisches Parlament und macht Putin. Dann kann man es natürlich hier nicht auf der Seite www.freitag.de. Ja, auch kein bekanntes Medienportal, aber kritisch. Ja. Dann geht's weiter. Die Presse, die Wurzeln der griechischen Sympathien. Ich will ganz kurz nur damit zeigen, hier steht nichts mit RTL.de, hier steht was von der Zeit. Krieg gegen die Ukraine, Frank-Walter Steinmeier vor 31 Minuten, das ist wahrscheinlich aktuell. Aber nichts, hier ist noch was. Aha, RF-News. Und das ist zum Beispiel auch eine unbekannte Seite, die schreiben, Selenskyj und Assad-Faschisten sprechen im griechischen Parlament. Ha, habe ich so gedacht, wie merkwürdig. Und dann auf Microsoft einmal gesucht, mit den gleichen Suchworten, Selenskyj spricht in Griechenland und hier auch. Und dann hier einmal von heise.de. JungeWelt.de, Tag der Schande, und dann war es das hier schon wieder. RND, das ist der Artikel hier, dieser, den ich eben erwähnt habe. Dann gibt's hier eine Seite, die heißt www.kommunisten.de. Ja, da werden jetzt wieder die konservativen Deutschen werden sagen, oh mein Gott, was sind das denn für unbekannte Nachrichtenseiten? Den kann man ja nicht glauben. Ja, Leute, und genau das ist auch unser Problem. Ich bin der Meinung, jede Information ist erst einmal eine Information. Und dann muss man einfach schauen, und zwar nicht so viele Artikel wie möglich, sondern so viele Suchmaschinen wie möglich probieren und schauen, wie sind die Trends, wie entwickelt sich die Suchergebnisse. Denn hier kann man ganz klar sehen, Microsoft schreibt hier nicht so viel Kritisches als Google dahingehend. Manchmal ist es aber auch umgekehrt, ja. Und naja, dann haben wir also hier, habe ich also weitergesucht und mir das mal rausgesucht. Und zwar von heise.de. Selenskyj schleust Rechtsextremisten ins griechische Parlament. Aha. Ukrainischer Präsident lässt bei Rede vor Abgeordneten Kämpfern des rechtsradikalen Azov-Regiments zu Wort kommen. In Athen sorgt das für Empörung. Auch in Zypern ist man verärgert. Ja, hier verlassen die zahlreiche Abgeordneten verlassen hier während der Rede die Sitzung. So, jetzt muss ich sehen, dass das hier anständig lädt. Die Reaktionen sind also dahingehend sehr kritisch.
Zelensky mag darauf gesetzt haben, dass griechische Azov-Kämpfer in Griechenland Sympathien gewinnen würden. Der frühere Premier und heutige Oppositionsführer Alex Tsipras meinte dann auch, Solidarität mit dem ukrainischen Volk ist selbstverständlich, aber Nazis dürfen nicht im Parlament sprechen. Genau, der frühere Premier und Parteichef der Nea Dimokratika Antonis Samaras, selbst rechtsnational eingestellt, bezeichnete direkt nach der Rede beim Verlassen des Plenums die Präsenz der Azov-Kämpfer als großen Fehler. Auch Bogdanus, der bislang in sozialen Medien als unermüdlicher Unterstützer der Ukraine auftrat, sah sich zu scharfer Kritik bemüßigt. Also das kam in Griechenland gar nicht gut an. Hier ist dann, das ist alles noch die Seite www.heise.de. Und auch in Zypern sei das ein Affront gegen jeden Demokraten. Warum sehen die das denn so und wir hier bei uns nicht? Warum äußern wir uns nicht zu dem Azov-Regiment da in der Ukraine? Warum tun unsere Politiker das nicht? Aber es geht hier weiter. Nächstes im Medienportal, und das ist das tatsächlich jetzt, www.kommunisten.de. Ganz deutlich, liebe Leute, ich bin kein Kommunist. Ich weiß auch nicht, was dieses Schubladendenken hier schon wieder soll. Gut, die Betreiber können natürlich hier ihre Seite nennen, wie sie wollen, aber ich glaube, aus dem Zeitalter der Schubladen, da sind wir raus und wir müssen da auch raus, weil sonst kommen wir gar nicht weiter. Ja? In den letzten 24 Monaten waren es die Unbehandelten, die schuld an allem waren. Jetzt sind es die Russen, die schuld an allem waren. Wir können nicht immer nur irgendwelchen Leuten Schuld geben. Wir sind als gesamte Weltgemeinschaft einfach auch dafür verantwortlich, dass wir anständig und friedlich miteinander umgehen. Ja? Und wer uns hier ewig in die Suppe spuckt, das sind die Megareichen. Ja? Aber da kommen wir am Ende des Videos, komme ich noch dazu, denen geht's nämlich langsam auch ans Leder. Und ich hoffe, es ist so, weil dann bricht nämlich auch dieses ganze Machtgefüge in sich zusammen. Hier nochmal ein Artikel von www.kommunisten.de. Wie gesagt, Zelensky spricht vor dem griechischen Parlament, begleitet von zwei Nazis des Azov-Bataillons. Heftig. Heftig. Ganz heftig finde ich das. Nächster Artikel, jungewelt.de. Kann ich jedem nur empfehlen. Tag der Schande, Zorn im griechischen Parlament. Ukrainischer Präsident lässt in Videoübertragung Kämpfer von Faschistenbataillon Azov sprechen. Muss man sich vorstellen. Das hier ist die Taz. Ja, ich bin schon dabei hier. Klar, Eklat im Parlament. Abgeordnete verlassen während einer Zelensky-Rede das Plenum. Der Grund, ein Kämpfer, bla bla bla. Das haben wir alle schon. Und das ist insgesamt sehr interessant, dass man also hier, das will ich noch mal ganz kurz zeigen, wenig kritische Artikel findet. Ja? Und auch natürlich, ich habe ja immer so ein bisschen hier, NTV ziehe ich mir immer so ein bisschen als Spießerblatt hinzu. Das habt ihr mittlerweile ja auch schon gemerkt. Kein Wort. Ich habe das auch also direkt auf dem Nachrichtenportal n-tv.de gesucht. Einen Artikel zu Zelensky, Rede Griechenland, nichts zu finden. Es wird einfach totgeschwiegen. Ja? Es wird einfach totgeschwiegen. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück. Ich sagte eingangs des Videos ja, dass also die russische Seite, die verschiedenen Ministerien erstens behaupten, dass die Sanktionen nicht mal das russische Volk treffen. Hier bei uns steht überall, oh mein Gott, die Preise in Russland explodieren. Ich habe gestern ein Video gesehen von einer russischen Familie, die also in Russland leben. Und das ist eine ganz, ganz nette, junge, liebe, freundliche Familie, muss man ganz einfach so sagen. Und die haben YouTube auch so ein bisschen für sich entdeckt und haben da schon unheimlich viele Follower. Und ja, haben jetzt vorgestern zum Beispiel ihre Zuschauer, mich unter anderem auch, mal mitgenommen zu so einem Einkaufsbummel in so einem Mall. Und das ist tatsächlich ein Einkaufszentrum, wie bei uns, ja. Hochglanz. Er sagt dann auch noch, dass das so ein bisschen für den gehobenen Mittelstand ist. Es gibt genau wie bei uns auch natürlich ein paar teurere Läden und dann natürlich auch so Läden wie Lidl und Aldi, wobei ja qualitativ überhaupt nichts gegen Lidl und gegen Aldi zu sagen ist, also was die Produkte anbelangt. Und das ist in Russland ganz genauso. Ja, also ich habe das in der Familie auch schon so ein bisschen durchdiskutiert.
Ja, wenn ich mir überlege, dass die Russen da mit ihrem alten Militärzeug, und dann habe ich mal ein paar Fotos rausgesucht, was für altes Militärzeug, und habe mal Fotos, die überall ja zu finden sind, gezeigt und habe ge gezeigt, schaut mal, die Kampfschiffe, das sind Stealth-Kampfschiffe, neuester Technik. Ja, und meinen Familienmitgliedern ist da schon die Kinnlade runtergeklappt, weil sie gesehen haben, okay, die sind ja tatsächlich in der Technik schon viel weiter. Und auch das mit dem Einkaufszentrum, ja. Also da soll man sich gar nicht täuschen. Also, zurück zum Thema. Was Wladimir Putin da also in der Ukraine vorhat, ist also Folgendes. Das wurde also so gesagt, dass also der Westen in die Knie gezwungen werden soll. Die gesamten Kapitalisten gehören auf die Strafbank, und versauen im Grunde durch ihre Politik, ja, die Führung unserer Politiker, und natürlich auch unsere Politiker verheizen damit ihr eigenes Volk. Und Wladimir Putin hat es in seiner Rede gesagt, kurz vor dem Einmarsch in der Ukraine, in der er um Verständnis gebeten hat, da hat er sich geäußert und gesagt, sogar Querdenker werden in die Knie gezwungen. Also Meinung wird zensiert und Querdenker werden in die Knie gezwungen. Da hat er in seiner Rede kurz vorm Einmarsch in die Ukraine, hat er tatsächlich uns angesprochen. Und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Das gehört irgendwo, auch wenn wir es nicht sehen, gehört das irgendwie alles in einen Topf. Wer sich erinnert an das letzte Video, was ich gebracht habe mit dem Hinweis des Laptops des Präsidentensohnes Hunter Biden, versucht doch mal einen Artikel auf Google oder hier mit Bing.com, mit der Microsoft-Suchmaschine, versucht doch mal einen kritischen Artikel zu finden bezüglich des Laptops von dem Präsidentensohn Hunter Biden. Ja, da müsst ihr aber richtig lange suchen. Auf RT.de ist, die sind voll davon. Ja. Berichte ohne Ende, und ich kann auch aus Zensurgründen leider nicht Bezug darauf nehmen, aber es scheint also, ja, so ein bisschen die Richtung scheint klar zu sein, dass also die reichen Amis, ich will gar nicht sagen Amis, aber voran die Amis natürlich, in der Ukraine ihr Unwesen treiben. Ja, es wurden also zum Beispiel Biolabore gefunden, was grundsätzlich überhaupt gar kein Problem ist. Natürlich kannst du überall auf der Welt ein Labor eröffnen als Auftragslabor und kannst dort Arbeiten anfertigen. Es sei denn, es gibt gerade eine Gesundheitskrise, eine weltweite, ja. Oder es sei denn zum Beispiel, ja, es gibt eine Ukraine-Krise, ja. Oder. Unter gewissen Bedingungen müssen wir einfach kritisch sein. Und das ist in dem Fall Wladimir Putin. So, und was passiert jetzt heute, wo ich mir denke, eieieiei, das könnte ja der Anfang sein, wo es den Reichen ans Leder geht. Im Grunde das, ja, was also von der östlichen Seite dieses Planetens oder Europas so gesagt wird. Und dann finde ich folgenden Artikel. Deutsche Bank und Commerzbank. Großinvestor stößt Aktienpakete Deutscher Bank ab. What? Ich bin auch kein Analyst und ich bin auch kein Aktienexperte, aber ich weiß, dass alleine diese Nachricht, da sind die Aktienpakete noch gar nicht verkauft. Ja, so, wenn dieser Großinvestor es ankündigen würde, wenn er es nur ankündigen würde, Aktienpakete der Deutschen Bank zu verkaufen, dann würde der Aktienkurs der Deutschen Bank hier sowas von abschmieren. Da fällt euch gar nichts mehr zu ein. Auf alle Fälle, Großinvestor stößt Aktienpakete deutscher Banken ab. Hochinteressant. Und das ist das, was auch Rainer Füllmich immer im Corona-Ausschuss sagt. Die haben richtig Geld. Ja? Und ich weiß nicht, ob Ernst Wolf das gesagt hat mit den Cash-Pipelines. Da werden wirklich in alle Richtungen zu den großen Thinktanks, die wiederum mit den Medien verbunden sind, da werden Narrative sich ausgedacht. Was glaubt ihr, woher die Aha-Regel kommt? Das war irgendein PR-Manager, der sich das ausgedacht hat. 2G, 3G. Ihr glaubt doch nicht, dass ein Jens Spahn sich hat sowas einfallen lassen. Das sind PR-Manager, Beraterfirmen. Ja, das sind Brandings, das sind Markennamen, kann man ja schon fast sagen. Ja? 2G plus muss man sich mal vorstellen. Was für ein Wahnsinn wir hier erliegen. Ja? Und an diese Cash-Pipelines sind die ganzen großen Medienhäuser angeschlossen. Ich habe schon mal hier in dem Video gesagt, es gibt hier in Deutschland 20 Köpfe, unter denen alle Medien inklusive Fernsehen laufen. Das sind, keine Ahnung, 20 Milliarden, die ich ausgeben muss, um diese Menschen gefügig zu machen. Ich brauche denen noch nicht mal Geld geben. Ich verspreche denen einfach, dass ich Werbung schalte.
dass ich mich dafür einsetze, dass meine gesamte Kaste in der gesamten Medienkaste Werbung schaltet im nächsten Jahr für hunderte von Millionen. Dann machen die, was ich will. Und in Amerika sind es 58 Köpfe und da ist dann auch die ganze Filmindustrie noch mit drinne. Alles komplett, ja. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Ashton Kutcher und Mila Kunis neulich gesehen, die gesammelt haben 35 Millionen für die Ukraine und haben das Geld auch persönlich auf Zelenskys Konto überwiesen wahrscheinlich, ja. Und der Typ ist eh, soll ein Milliardär sein. Zelensky soll ein Milliardär sein. Ja, also, zurück zum Thema. Diese Großinvestoren fangen jetzt langsam an, sich von Banken zu lösen. Und das tut mir leid, in diesen Artikel müssen wir rein, auch wenn es trocken ist. Jeweils 5% der Aktien der Deutscher Bank, Commerzbank, werden von einem Großinvestor zum Kauf angeboten. Der Erlös soll bei etwa 1,75 Milliarden Euro liegen. Über den Verkäufer gibt es derweil Spekulationen. Eigentlich kommen jedoch nur zwei Vermögensverwalter in Frage. Die Investmentbank Morgan Stanley bot am Montagabend, Morgan Stanley ist auch eine der größten Fonds und Investmentbanken überhaupt, bot am Montagabend am Markt zwei Aktienpakete der deutschen Großbanken von jeweils mehr als 5% an, die vom selben Investor stammen. Sie dürften ihm insgesamt 1,75 Milliarden Euro bringen. Den Namen des Verkäufers nannte die beauftragte Bank nicht. Das heißt, das ist hier ein Auftraggeber, der Investmentbank Morgan Stanley sagt, verkauf mal zweimal 5% Aktienanteile der Deutschen Bank. Kann man hier schon den Kurs ein bisschen hier abschmieren sehen? Leider sind hier keine Kursdaten. 10,81 Euro kostet eine Deutsche Bank Aktie. Das war früher auch mal anders. Die BlackRock-Beteiligung an deutschen Unternehmen stecken größtenteils in börsengehandelten Indexfonds, die einen der größten Aktienindex abbilden. Nach Angaben der beauftragten Bank sollen 116 Millionen Deutsche Bank-Aktien zu einem Preis von mindestens 10,98 Euro verkauft werden. Das sind knapp 8% weniger als der Blabla, etc. Schlusskurs vom Montag. 72,5 Millionen Commerzbank-Aktien sollen für jeweils 6,55 Euro platziert werden. Gut 6% unter dem Schlusskurs. Cerberus Hoffnung auf Bankenfusion verpufft. Die Capital Group ist mit einem verwalteten Vermögen von fast 2 Billionen Dollar, das sind 2000 Milliarden, einer der weltgrößten Kapitalanleger. Sie hatte erst im November ihren Anteil an der Deutschen Bank auf mehr als 5% aufgestockt. An der Commerzbank hält sie seit Oktober einen ähnlichen Anteil. Der Hedgefonds Cerberus hatte zu Jahresbeginn große Anteile. Bla bla bla. Also hier könnt ihr sehen, es gibt hier einen Hedgefonds namens Cerberus, der wiederum ist Teil der Capital Group. Die hat verwaltet ein Vermögen von 2000 Milliarden Dollar. Habt ihr eine, also kann man hier so ein bisschen erkennen, dass die glauben, dass sie mit dem Verschieben von Hunderten oder Tausenden von Milliarden den gesamten Weltmarkt künstlich aufrechterhalten? Und kann man hier an diesen Summen und auch an diesen Vorgängen so ein bisschen nachvollziehen, was auch Rainer Füllmich auch in seinem im Corona-Ausschuss auch immer gesagt hat? Wer sind die Schuldigen? Das sind die Schuldigen. Wie bringen wir sie zu Fall? Indem wir deren Markt durcheinander bringen. Und das können wir als Bürger gar nicht. Unsere Möglichkeit, das habe ich immer wieder gesagt, ist Konsumverzicht. Das ist so ein bisschen wie Konsumwiderstand. Ja? Versucht einfach mal euer Handy, was ihr jetzt habt, die nächsten 4 Jahre zu behalten. Ich meine, ich habe von Apple vor 2 Wochen gelesen, Apple, die produzieren immer in gewissen, ja, wie soll man sagen, in gewissen Wellen. Das heißt, erstmal werden Millionen des neuen Apple-Modells hergestellt, um, keine Ahnung, die wichtigsten Läden auf der ganzen Welt zu versorgen. Und dann werden ja die Länder immer nach und nach immer entsprechend erschlossen. Und dann wurde also sozusagen das neue Apple, ich weiß noch nicht mal, kenne noch nicht mal den Typ, ja, interessiert mich auch überhaupt nicht. Und dann wurde also dieses neue Apple-Telefon produziert und die Produktion wurde gestoppt, weil sogar schon in der ersten Welle gemerkt wurde, okay, wo ist der Verkauf, wieso funktioniert der Verkauf nicht? Natürlich haben die Leute weniger Bedarf, die Menschen haben durch diese Krise auch
ja, wie soll ich sagen, sind ein bisschen zur Ruhe gekommen und. Aber so ein Konzern verkauft plötzlich keine Handys mehr. Ja, und das finde ich schon bemerkenswert und das ist so ein bisschen natürlich auch unsere Möglichkeit zurückzuschlagen. Überlegt mal genau, was ihr kauft, ja? Denn wir sind natürlich im Grunde der größte Kapitalgeber mit unserem Konsum. Wenn 83 Millionen Menschen plötzlich nicht mehr einkaufen, was meint ihr, was hier los ist? Wie die uns plötzlich hinterherlaufen? Ja? Ähnlich, genau, also genau umgekehrt von dem, was ich gerade erlebt habe in meinem Lieblingssupermarkt. Kein Rapsöl, kein Toilettenpapier. Halt, ist nicht ganz richtig. Es gibt schweineteures Rapsöl, genauso wie schweineteures Olivenöl gibt. Und es gibt auch das ganz teure Toilettenpapier. Das billige gibt's nicht. Und an euch Deutschen, meine lieben Mitbürger, liegt es nicht. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir sind es sicherlich nicht, die wie die Wahnsinnigen kaufen. Im Gegensatz zu vorletztem Jahr, wo wir alle noch dachten, warum kaufen die Leute wie die wahnsinnigen Toilettenpapier? Ja, ich habe ja selbst gefragt, wo ist denn euer Rapsöl? Ja, wir werden zurzeit leider nicht beliefert, hat die junge Dame gesagt. Die Verkäuferin da, die in den Regalen rumläuft, die hat gesagt, wir werden zurzeit nicht beliefert. Da habe ich gesagt, super, danke für die Auskunft. Muss man sich mal vorstellen, ne? Die sah aus, als wenn sie gerade da in der Lehre ist oder vielleicht so eine Art Sommerjob oder Ferienjob. Die hat sich einfach verplappert. Ja, nur es ist natürlich gewollt, dass wir vor diesen Regalen stehen und auch da noch Schiss kriegen. Also es ist wirklich, es ist ein Angriff auf die Bevölkerung und zwar von der Regierung. Und da liest sich das hier natürlich wirklich. Es ist einfach, für mich ist das, ja, eine schöne Nachricht, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich habe hier noch eine gefunden. Kredite werden immer riskanter. Die Nachricht ist vom 6.4., nicht ganz lange her. Kredite werden immer riskanter. Bundesbank erwägt Schritte gegen Immobilienblase. Ah, die Investment-Immobilienblase ist nämlich weltweit auch so ein Ding, ja, was überbläht sein soll, ja, wo eben auch die tollen Preise herkommen und, ja. Und ja, hier wird viel mit Krediten gemacht. Ich will mal ganz kurz hier mal eben reinlesen. Mit den teils extrem steigenden Immobilienpreisen wächst das Risiko, dass Käufer und Banken bei den Finanzierungen auf sich nehmen. Die Bundesbank denkt derzeit über verschiedene Maßnahmen nach, um Gefahr für den Finanzsektor einzudämmen. Ja, die Bankenaufsicht, sind das die, die sich auch um Cum-Ex gekümmert haben? Ah, okay. Das sind wahrscheinlich dieselben. Ja, da brauchen wir auch gar nicht mehr weiterlesen. Höhere Kapitalpuffer ab 1. April, das betrifft natürlich hier die Banken, ja, gar nicht so sehr den Endverbraucher, gar nicht so sehr die Familie, die hier bauen will. Aber auch diese Nachricht, auch wenn das im Moment noch nicht viel bedeutet, ja, diese Nachricht kann auch Aktienkurse zusammenbrechen lassen. Bundesbank erwägt Schritte gegen Immobilienblase, ja. Also, hochinteressante Neuigkeiten. Ich will jetzt noch mal eben zwischendurch schauen, ob ich vielleicht noch einmal auf den DAX schauen kann. Ja, ich weiß, ich bin kein Analyst und viele von euch auch nicht und euch nervt dieses Thema auch. Das kann ich auch wirklich gut verstehen. Aber manchmal ist das ganz interessant zu sehen, weil hier dreht sich natürlich auch, ja, um unsere Gegner, kann man ja so schön sagen. Ja, und hier sind dann die ganzen Verlierer. Die sind dann in Rot eingezeichnet. Der DAX ist heute über den Tag um nur einen halben Prozent gefallen. Können wir hier mal die Deutsche Bank uns anschauen? Deutsche Bank, ei, ei, ei. 10% verloren. 10% verloren, Verlust für eine Deutsche Bank ist schon heftig. Und das ist hier heute Morgen. Da ist der Kurs von fast 11 Euro auf 10,67 runter. Da würde man jetzt sagen, naja, gut, das sind hier 30 Cent verloren. Aber was haben die gesagt? 17 Millionen Papiere, ja. Steht es nicht hier auch noch, wie viele Millionen Stück an Stückzahlen hier ausgegeben wurden? Hier 24, ach so, nee, das ist 24,64 Milliarden. Doch, das ist genau, das ist, glaube ich, der Wert aller Aktien. Genau. Ja, ihr seht schon, ne? Ich muss auch so ein bisschen gucken und ich habe es auch immer sehr trocken empfunden, dieses Thema. Aber wenn man so ab und zu mal reinschaut, ist das ganz interessant. Ich kann sowieso nur jedem empfehlen, bei Anzeichen einer Krise, das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ich habe es schon mal gemacht. Ein Jahr, das ist jetzt nicht mehr zu sehen, müssen wir auf 3 Jahre gehen.
Das ist natürlich jetzt nur die Deutsche Bank. Ach, dann können wir es auch richtig machen. Dann gehen wir gleich auf den ganzen DAX. So, hier haben wir den ganzen DAX. Da müssen wir auf 3 Jahre zurückgehen. Hier könnt ihr einen ganz krassen Knick sehen, ne? Na, also was ich eben sagen wollte, ist, wenn sich Krisen anbahnen, zuerst immer hier rauf schauen. So, hier könnt ihr den Knick sehen. Meine Maus könnt ihr ja erkennen hier. Und hier geht dieser Knick nach unten, ne? Da ist der DAX gefallen von 13.664 Punkte auf 8.900, 8.400. Das ist eine Halbierung. Nee, fast eine Halbierung. Und jetzt schaut doch mal bitte auf das Datum. 19.3. Ihr wisst, was das war für ein Datum. Das ist 25 Monate her. Hier begann der erste Lockdown. Hier begann Maskenpflicht. Na, der erste Lockdown nicht, soweit bin ich noch gar nicht. Aber hier sozusagen wurde die Pandemie, die Gesundheitskrise ausgerufen. Ja? Manchmal ist es so, dass wir Krisen brauchen, um also diese Märkte hier, diese Finanzmärkte zu entlasten. Wie ich eben schon sagte, die Immobilienblase ist eine künstliche Blase, die da vorhanden ist. Da sind zu viel Werte drin, da ist zu viel Geld, da wird zu viel Geld gehandelt. Ja? Ich kaufe dir deinen Immobilienfonds für noch 1 Milliarde mehr, aber die Immobilien da drin, die sind nicht mal 1 Milliarde wert. Und so ist dieses ganze Spiel, im Grunde kann man grob dieses ganze Spiel beschreiben. Und ab und zu ist es gut, wenn mal die Luft aus den Börsen gelassen wird und dann explodiert so eine Blase. Gut ist das, wenn man es versucht, mit künstlichen Krisen künstlich zu erzeugen, weil dann kann man nämlich sagen, eventuelle Krisen sind daran schuld, dass die Börsenwerte jetzt crashen. Und der Anleger von morgen, also der hier auf diesem Wege kauft, der hat nicht das Vertrauen in den gesamten Markt, in den gesamten Aktienverkehr verloren, weil nicht die Börse daran schuld ist, dass das hier eintritt, sondern die entsprechende Krise. Das kann man hier tatsächlich sogar auf 10 Jahre noch zurücknehmen. Hier haben wir überall, hier auch so ein Tiefpunkt, 18.05.2012, ja. Weiß ich jetzt nicht, was da war. Hier haben wir ja sicherlich irgendwo auch die Lehman-Krise 2003. Was haben wir denn hier? März 2009. Wann war Lehman-Krise? 2008? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Das ist jetzt auch egal. Ja, das war mal heute so ein kleines Sammelsurium verschiedener Informationen. Es tut mir leid, wenn ich den Faden verloren habe oder es teilweise streckenweise für euch nicht so interessant war oder vielleicht war es ja sehr interessant. Schreibt mir das bitte auch in die Kommentare. Ich sitze also hier und schreibe mir nicht irgendwas auf, um eventuell Zuschauer zu belustigen, sondern ich mache das wie vom ersten Tag. Sitze ich also hier und schaue Nachrichten und speichere mir verschiedene Artikel ab und dann, wenn ich merke, heute koche ich wieder über, so wie heute, dann mache ich ein Video dazu. Und ich merke jetzt, wir sind schon wieder bei 53 Minuten Video, das ist der blanke Wahnsinn. Ich wollte eigentlich eher kürzere Videos machen, aber ich glaube, ich werde weniger Videos machen und dafür längere. Aber ich glaube, das ist auch immer vom Thema abhängig. Ja, dann habe ich also meine Artikel hier und reihe mir die auf. Und dann geht das natürlich von A bis Z. Weil ich immer, für mich, ich finde in den Nachrichten immer einen roten Faden von einem Artikel zum nächsten, ja, also alles gehört so ein bisschen zusammen, ne? Und ich sage das immer gerne in meinen Videos, das Beispiel. Du bist im Grunde, ja, du bist gefangen, wenn du den Wald, Entschuldigung, du bist gefangen, wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Das bedeutet, man muss den Blickwinkel erweitern und man muss aus diesem Wald heraus, und zwar nicht vorwärts heraus, sondern rückwärts heraustreten. Dass man also sieht, dass die Bäume immer kleiner werden und immer kleiner werden. Und irgendwann ist man an einer Waldgrenze und läuft aufs Feld und dann erkennt man plötzlich den Wald. Und je weiter man herausgeht, desto eher erkennt man auch das Ende auf der linken Seite des Waldes und das Ende auf der rechten Seite des Waldes. Und man geht immer weiter zurück und plötzlich erkennt man, dass daneben dem großen Wald links noch ein zweiter Wald beginnt und auf der rechten Seite genauso. Also, versteht ihr, man erkennt Muster, man erkennt, ja, so. Ich glaube, ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Und das ist so ein bisschen meine Herangehensweise, weil ich auch immer natürlich nach der Wahrheit suche. Ich weiß, viele sind auch dieser ganzen Ukraine-Geschichte gegenüber sehr, sehr kritisch. Ich auch. Ich glaube auch nicht alles, was ich lese. Schon gar nicht bei uns, auf unseren Nachrichten, aber auch nicht auf der Gegenseite. Aber darum dreht es sich auch nicht, sondern die Wahrheit findet sich eigentlich von alleine.
Auf der einen Seite, unsere Medien kommen für mich so rüber wie so ein schreiendes, wie so ein zickiges Kind, was mit dem Finger immer auf andere zeigt und immer schreit, jetzt macht doch was, jetzt macht doch was, ihr seid schuld, guck mal, wie schlimm, warum tut ihr nichts? Und die andere Seite, die ich mir anschaue, ja, in den alternativen Medien oder auch auf den zensierten Medienseiten, die spricht immer mit einer Sprache, die sehr sachlich ist. Natürlich den Gegner anklagt, aber nur ganz kurz. Und ansonsten unheimlich transparente Informationen liefert. Wenn also zum Beispiel der russische Verteidigungsminister spricht, Entschuldigung, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, dann spricht er eine halbe Stunde darüber, wie viele Haubitzen getroffen wurden, wie viele, was weiß ich. Es wird also alles haarklein aufgeführt. Und auch zum Beispiel, wenn da gesagt wird, in unseren Medien steht zum Beispiel, dass der Bahnhof von den Russen angegriffen wurde. Der Bahnhof, wo gerade die Flüchtlinge dabei waren, die Ukraine zu verlassen. Da hat man dann Raketenteile gefunden, die zu einer russischen Rakete gehören, die vor 25 Jahren verkauft wurden. Diese Raketen, die benutzt werden in Russland gar nicht mehr benutzt. Ja? Genauso wie jetzt, heute habe ich gelesen, Tschechien will MiG-29 Jagdflugzeuge liefern. Das sind russische Flugzeuge. Das sind russische Kampfjets, und zwar uralte. Die mögen mit ihrer Technik noch in Ordnung sein, aber ich meine, jetzt wird irgendwo geschossen und irgendwas geht in die Luft und dann wird gesagt, guck mal, ja, hier, das ist ja eine MiG. Das sind ja die Russen. Versteht ihr, wie kirre und wie durcheinander die ganze Situation ist? Aber ich möchte abschließend da einmal ganz kurz was zu sagen noch und dann möchte ich das Thema auch abschließen. Wenn ich also als russischer Präsident in ein Land einfalle, dann fange ich am ersten Tag an, mit meinen eigenen Satelliten jeden Zentimeter dieses Landes zu scannen. Hinzu habe ich ein paar Drohnen, die verschiedene Gebiete scannen. Und das Ganze wird natürlich digital auch ausgewertet. Und dafür gibt es auch schon Programme, die so etwas auswerten. Das heißt, ihr könnt alle davon ausgehen, dass jedes Kriegsverbrechen von den Russen aufgezeichnet wurde. Und das wird der Weltgemeinschaft irgendwann vorgelegt. Und ja, die UNO hat gewählt, dass die Russen zu suspendieren sind aus dem Menschenrechtsrat, glaube ich, mit 93 Stimmen dafür. Aber ich glaube, 80 oder 83 haben sich enthalten oder dagegen gestimmt. Das heißt, die UNO oder die NATO, die sind nicht in der Überzahl, wenn hier in unserer Presse steht, die Russen sind die Bösen. Und da verbrennen wir Politiker. Die deutsche Politik, die europäische Politik verbrennt sich gerade gewaltig die Finger an dieser Ukraine-Krise. Und das ist von vornherein so gewollt. Wladimir Putin macht seit über 20 Jahren Politik an der Spitze seines Landes, während unsere Luftpumpen, ja, da sage ich dann mal nichts mehr zu. Und jetzt zu euch, meine lieben Zuschauer. Bei euch bedanke ich mich für eure ganze Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch für euren ganzen Zuspruch in der Vergangenheit. Die Kommentare, die ihr schreibt, sind großartig, wie ich finde. Schreibt gerne auch was Kritisches. Vermeidet bitte Gewaltausdrücke. Ich weiß, die Wut kocht manchmal über, aber bitte vermeidet Gewaltausdrücke. Wenn ihr im Widerstand seid, zum Beispiel draußen, spazieren geht oder demonstrieren geht, bitte gewaltlos. Bitte friedlich. Ja, lasst uns sachlich und friedlich in den Widerstand gehen. Ja? Oder im Widerstand bleiben, sagen wir mal so. Und scheut euch auch nicht davor, unter Freunden oder auch auf der Firma, in der Arbeit auch einfach mal die Meinung zu sagen. Ja. Neulich bin ich wieder gefragt worden, bist du eigentlich geimpft? Und da habe ich so gesagt, was geht Sie das eigentlich an? Ja, wo sind wir eigentlich hingekommen, dass das zu einer Frage, wollen Sie, ja, ich bin auch gepierst an Intimstellen, wollen Sie das sehen, wo ich da genau gepierst bin? Oder wie intim wollen wir jetzt hier werden? Ja, und das tut mir leid, ich verstehe das nicht, dass die Menschen da ihre Grenzen überschreiten. Das ist so dieses: Gehörst du zu uns oder gehörst du zur Gegenseite? Wenn du nicht zu uns gehörst, dann warte ja ab. Ja, das ist so typisch urdeutsch, ne? Dieses immer dazugehören wollen und andere in den Dreck treten,
Es tut mir leid, also wirklich, also ganz, ganz ätzend. Wenn ich keine Familie mehr hier hätte, ich wäre schon längst weg. Ich wäre schon längst weg. Vor einem Jahr haben Leute geschrieben, ja, wohin denn? Dänemark, Niederlande, da wären wir heute safe. Da wären wir heute safe vor diesem ganzen Wahnsinn. Ja? Oder seht ihr einen dänischen Politiker rumschreien, die bösen Russen waren es? Oder einen niederländischen Politiker rumschreien, die bösen Russen waren es? Nein. Ne? Ah, ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu den verschiedenen Themen oder auch zum Gesamtkomplex zu sagen habt. Ja, wenn ihr es bis hierhin noch nicht gemacht habt, liked gerne das Video oder abonniert auch den Kanal. Aber wenn ihr auch das alles nicht machen wollt, dadurch, dass ihr dieses Video bis hierhin schaut, habt ihr meinen Kanal wirklich auch schon unterstützt. Ja, und YouTube verbreitet einfach meine Videos immer mehr Leuten. Und das ist im Moment in den letzten paar Tagen auch zu sehen. Ich hatte es ja schon gesagt, der letzte Strike ist von meinem Kanal gelöscht, worüber ich sehr froh bin. Und plötzlich haben wir mehr Zuschauer. Und wie gesagt, also herzlich willkommen alle Mann hier. Ich bedanke mich einfach bei euren ganzen Support. Diese digitalen Räume, wie zum Beispiel dieser YouTube-Kanal, das ist ein Platz für euch. Tobt euch hier aus. Ja, schreibt, was ihr wollt. Wie gesagt, keine Gewaltbeschreibung. Lasst Kinder immer aus dem Spiel. Die Videos werden gelöscht. Und wenn ihr sehr viel zu sagen habt und hier riesige Artikel schreibt, kann ich euch einen heißen Tipp nur geben. Das liest hier keiner. Schreibt doch zwei, drei Sätze, das lesen die Leute auch noch. Alles, was über drei oder vier Sätze hinweg geht, wird nicht mehr gelesen. Macht einen eigenen YouTube-Kanal. Und dann möchte ich auch noch jemanden ganz Besonderen hier ansprechen, der immer in Großbuchstaben schreibt. Ja, in den digitalen Räumen hier, Social Media, wirken Großbuchstaben immer als würde man angeschrien werden. Ja, Großbuchstaben sind so im Überlesen viel schwerer zu lesen. Ja, schreib einfach normal, das lesen dann viel mehr Leute. Das nur mal dazu. Ja, denn was die Zukunft bringt, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal. Auf alle Fälle wieder!